Die Vitrine war wie immer verschlossen. Wie so oft waren Lillys Bemühungen vergebens. Nur die Oberin konnte die Vitrine öffnen. Die Tiermotive waren für Lilly tabu. Die Oberin ließ sie nur Kreuze und Striche sticken. Aber selbst die bekam Lilly nicht gut hin. Lass das! Das brauche ich als Vorlage! Birgit war die Lieblingsschülerin der Oberin. Sie musste das glücklichste Kind der Welt sein. Du brauchst gar nicht versuchen, mich abzulenken, Lilly. Im Gegensatz zu dir habe ich nämlich so etwas wie Pflichtbewusstsein. Man wird nicht die Lieblingsschülerin der Oberin, indem man den ganzen Tag nur dumm in der Gegend rumsteht. So wie du! Ich arbeite hart für die ganzen Auszeichnungen und Belobigungen. Das Einzige, was meinem Lebenslauf zur Perfektion fehlt, ist das goldene Pfadfinderabzeichen am Bande. Darum mache ich auch Überstunden, um meine Stickkunst zu perfektionieren. Die Oberin liebt diese Stickereien, denn die Tiermotive vermitteln wichtige Werte. Aber davon verstehst du nichts. Im Sticken warst du schon immer miserabel, wie in eigentlich allem. Jetzt komm doch mal zum Punkt. Dir fehlen scheinbar ein paar wichtige Lektionen in Sachen Werte und Normen. Hast du aus meinen mehrfach prämierten Stickereien denn gar nichts gelernt? Jedem Tier lässt sich eine Charaktereigenschaft zuordnen. So steht der Bär für Stärke und der Hirsch für Heldenmut. Es gibt natürlich auch Negativvorbilder. Das Stachelschwein zum Beispiel ist besonders lahm und schläfrig. Darum wird man es auch nie auf einem meiner Banner finden. Aber vielleicht in deinem Familienwappen. Falls du dich fragst, was ich hier tue, man nennt es Sticken. Ich weiß, das ist nicht gerade dein Fachgebiet. Sonst hätte dir die Oberin wohl kaum verboten, am Stickkurs teilzunehmen. Zu dumm. Ich weiß ja, wie viel Spaß dir das Sticken immer gemacht hat. Lilly musste Birgit wohl recht geben. Ihre fleißige Freundin hatte wirklich viel mehr Talent. Das war noch lange kein Grund für Lilly, ihr eine unheilbare Krankheit an den Hals zu wünschen. Weder eine mit nässendem Ausschlag, noch eine, bei der man die Lungenbläschen aushustet. Oh, wende dich mit deinen Wehwehchen an die Oberin. Noch bin ich nicht ihre Stellvertreterin. Vielleicht ändert sich das, sobald ich all meine Auszeichnungen beisammen habe. Ihre Lieblingsschülerin bin ich ja bereits. Ruhe jetzt! Gerade hatte ich eine Inspiration für das Motiv des fehlenden Kantinenbanners. Verdammt! Jetzt ist sie futsch! Danke! Ganz toll, Lilly. Wenn du helfen willst, frag die Oberin nach einem geeigneten Tiermodell. Meine Vorlagen habe ich schon alle durch. Und denk daran, die Oberin ist um diese Uhrzeit immer in der Kantine und trinkt ihren Beruhigungstee. Also verirr dich nicht in ihr Büro. Alleine sollen wir da nicht rein. Und beeil dich ein wenig. Meine Noten hängen davon ab. Du sollst mich nicht stören. So bekomme ich ja nie meine letzte Auszeichnung. Das goldene Pfadfinderabzeichen am Bande. Ach ja. In jeder Maske gab es zwei winzige Löcher für Schrauben. Nicht einmal Lillys Finger passten hinein. Die Maske war fest an der Wand verschraubt. Aber hieß das auch, dass man sie nicht mitnehmen durfte? Nein, das heißt nur, dass du das richtige Werkzeug finden musst. Irgendetwas, das klein genug ist, um die Schrauben zu lösen. Na, so ein Glück! Lilly war erleichtert. In jeder Maske nicht ein... Die Maske aber... Nein. Na, so. Eine einzige Schraube hielt die Kette des Kronleuchters. Mit
bloßen Händen konnte Lilly die Schraube nicht lösen. Sie brauchte ein anderes Werkzeug. Die Oberin hatte Lilly verboten, die Tollkirschen zu essen. Von mitnehmen hatte aber niemand etwas gesagt. Die Oberin hatte die Angewohnheit, ihren Tee über dem Feuer des Außenkamins zu kochen. Abends hing die Oberin hier ihren Kessel übers Feuer. Aber um diese Uhrzeit trank sie ihren Beruhigungstee lieber in der Kantine. Lilly hatte Gerüchte gehört, dass an diesem Haken unartige Kinder aufgehängt wurden. Ansonsten benutzte die Oberin ihn, um ihre Teekanne über dem Feuer zu halten. Oben an der Wand schien es eine Art Haltevorrichtung zu geben. Aber ohne mehr Licht kam Lilly hier nicht weiter. Da steckte eine Notiz auf dem Quittungsspieß. Sehr geehrte, durchgestrichen, Frau Simmelbach, ich muss mich doch sehr wundern, auf welche Weise Sie meiner Aufforderung nachgekommen sind, mir ein Tier für das Klassenzimmer meiner Schüler zu schicken. Ich hatte an ein richtiges Tier gedacht, an eines, das wichtige Werte vermittelt, wie ein Puma oder eine Boa Constrictor. Mit dem Meerschweinchen, das Sie mir geschickt haben, kann ich hingegen gar nichts anfangen. Ich habe es in Alkohol gelegt, um es für den Sezierkurs im Biologieunterricht aufzubewahren. Schicken Sie mir umgehend ein richtiges Tier oder Sie werden mich kennenlernen. Verachtungsvoll, Oberin Ignaz. Irgendjemand hatte das Tier es ver... Jetzt schlägt's aber Ding-Dong! Hab ich dir nicht schon tausendmal gesagt, dass du hier nichts zu suchen hast? Na warte, ich... Darf ich das mal haben? Ich brauche etwas, um meine Finger zu beruhigen. Na, danke, das war knapp. Und jetzt nimm dein Zeug und verschwinde. Aber pronto! Das Meerschweinchen war wohl müde. Hoffentlich fand Lilly später noch Zeit, mit ihm zu spielen. Lilly musste aufpassen, dass sie den Spieß nicht ins Auge bekam. Unfälle passierten so leicht. Lilly fand die Idee entzückend. Als Tiermodell würde das Meerschweinchen bestimmt ganz groß rauskommen. Als Tiermodell. Shibuya Power! Riot Girl rules! Shing! Miyurushi Glitzerschein! Miyurushi Glitzerschein! Sie sieht nicht glücklicher aus als vorher. Bei der Quelle von Gugu Oshima! Riot Girl rules! Shing! Shing! Immer noch kein Effekt. Ich wette, es ist die Schuld von diesem Schulrabauken. Wir hassen sie! Genau. Die sind genauso schlimm wie die Obrigkeit. Oder die dunklen Mächte. Oder das Finanzsystem. Nieder mit den dunklen Mächten! Sie sollten alle in einem großen Inferno untergehen. Schau dir ihr Gesicht an. Typisch! Wir sind ihr wohl zu extrem. Sind wir ja auch. Genau wie Riot Girl. Riot Girl rules! Shing! Shing! Und wehe, du sagst jetzt, du hast noch nie ein Riot Girl Anime gesehen. Oder ein Riot Girl Manga gelesen. Puh. Dachte schon. Riot Girl ist nämlich voll shiny.
Nieder mit den dunklen Mächten! Und Riot Girl kämpft vor allem total gegen die Gesellschaft. Darum kämpfen wir auch total gegen die Gesellschaft. Riot Girl ist nämlich voll cool. Und darum müssen wir die Gesellschaft zerstören. Du kannst uns gerne dabei helfen. Nieder mit den dunklen Mächten! Riot Girl! Riot! Also, wie willst du uns denn helfen, die Gesellschaft zu zerstören, wenn du nicht einmal unseren Schlachtruf kennst? Nieder mit den dunklen Mächten! Riot Girl! Riot Girl! Also, wie willst du... Nieder mit... Ich hab's dir schon mal gesagt. Du bekommst meine... Die gebührt nur einer echten Kriegerin des Lichts. Kräfte des Lichts! Ruf die Geister des Mondes! Und solange du uns nicht mit einer krassen paramilitärischen Aktion gegen die dunklen Mächte hilfst, brauchst du gar nicht erst mit unserer Unterstützung zu rechnen. Miyurushi Glitzerschein! Miyurushi Glitzerschein! Ich hab's dir... Die Kräfte und so... Miu! Shibuya! Riot! Shing! Shing! Shibuya! Riot Girl! Rule! Shing! Shing! Riot Girl! Riot! Also, wie willst du... Wie willst du... Nieder mit... Shibuya! 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 Riot! Shibuya! Riot! Shibuya! Riot! Shibuya! Riot! Shibuya! Riot! Was hast du denn jetzt schon wieder? Ich hoffe, es ist eine Waffe für den Kampf gegen die... Das ist ja ein echter Sprengzünder. Und der ist scharf. Du musst ihn entschärfen, Zuka. Schnell. Aber womit denn? Mit der Kraft der Liebe. Was? Bist du denn... Warte. Ich weiß. Das war knapp. Das petzen wir der Oberin. Genau. Diesmal bist du wirklich zu weit gegangen, Lilly. Was geht bloß in deinem Kopf vor? Du bist viel behämmerter, als ich dachte. Voll Ungumbo. Jetzt steht er doch nicht so rum. Schaff uns endlich diese Bombe vom Hals. Bring sie irgendwo hin, wo sie keinen Schaden anrichten kann. An einen bombensicheren Ort. Ein feuerfester Kessel oder so. Memphis zitterte am ganzen Leib. Kein Wunder, der Ofen war ja auch aus. Huh? Schnell! Mach die Tür wieder zu, bevor mir noch jemand sieht. Das hier ist der letzte sichere Ort im ganzen Kloster. Und ich möchte, dass das auch so bleibt. Du brauchst gar nicht versuchen, mich umzustimmen. Ich bleibe hier. Da draußen ist das viel zu gefährlich. Lilly hatte keine Ahnung, wovon Memphis da sprach. Aber er war auch schon immer sehr schreckhaft gewesen. Aber psst, sonst hört ich noch jemand. Und dann nehmen sie mir mein Versteck weg. Und wenn sie mir mein Versteck wegnehmen, dann bin ich mit Sicherheit der Nächste. Der Ofen ist nämlich der sicherste Ort hier im ganzen Kloster. Weißt du, er hat einen Kruppstahlmantel, titaniumverstärkte Innenwände... Und der Innenraum ist mit Blei ausgegossen. Hier drin würde ich sogar einen Bombeneinschlag überleben. Verschwinde endlich.
bevor mir noch jemand entdeckt. Wenn du nach deinem Rezept suchst, dann sprich mit Shawnee. Er hat es eingesteckt. La 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 la. Der Untergang ist nah. La, 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 la. Verdammt bin ich. Verdammt bist du. Du, 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 du. Apokalypse now. La 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 la. Der Untergang ist nah. Die Haarnadel funkelte verführerisch. Aber um sie herauszuziehen, musste Lily erst einen bombensicheren Ort finden, um sich des Sprengkopfes zu entledigen. Das war der perfekte Ort, um den Sprengkopf loszuwerden. Was ist das? Was hast du da? Endlich konnte Lily die Haarspange nehmen. Muss das so blinken? Lily schloss die Tür wieder, damit niemand Memphis Versteck fand. Lily? Lily? Irgendetwas schien heute mit Lillys Ohren nicht zu stimmen. Andauernd hörte sie irgendwelche Geräusche. Der Ofen war schwarz und leer, wie der Spiegel, von dem Lily immer träumte. Ob Lily jetzt auch endlich Gumbo war? Perfekt! Die Haarnadel passte genau in die Löcher. Zumindest ein reguläres Tiermotiv. Aber meinst du, dass es auch wirklich wichtige Werte vermittelt? Natürlich tat es das. Meerschweinchen waren niedlich und klein und trotzdem immer fröhlich. Lily versuchte immer, sich ein Beispiel an ihnen zu nehmen. Aha. Na, wenn du meinst. Komm in ein paar Minuten wieder. Sofern du mich nicht störst, werde ich auch nicht lange brauchen. Wartest du noch? Das Banner muss so schnell wie möglich in die Kantine. Dieses Banner war eine Pracht. Birgit hatte ganze Arbeit geleistet. Endlich hat Birgit das neue Banner fertig. Aber was ist denn das? Ein kleines, dreckiges Meerschweinchen? Das ist doch nicht wirklich von Birgit. Oder etwa doch? Aha. Das kann nicht sein. Kann man sich denn hier auf niemanden verlassen? Na warte. Die kann aber was erleben. Dieses Banner war eine Schande. Weg damit!
Ich kann dir gar nicht sagen, wie enttäuscht ich von dir bin, Birgit. Eine schlechtere Arbeit habe ich in meiner ganzen Laufbahn noch nicht gesehen. Aber... Keine Widerworte. Du bist schlecht. Ich werde dir wohl deine ganzen Auszeichnungen, Preise und Pfadfinderabzeichen aberkennen müssen. Keines davon hast du länger verdient. Ich habe doch nur getan, was... Papalapap, willst du mir wirklich widersprechen? Ich kann kaum glauben, wie tief du gesunken bist, Birgit. Ein Meerschweinchen. Ist das zu fassen? Deine Arbeit ist eine Beleidigung für das gesamte Kloster. Hinfort damit. Es tut mir leid, ich wollte doch nicht. Dein Gejammer macht dein Versagen auch nicht wieder wett. Nur für den Fall, dass du nicht länger beabsichtigst, meine Zeit mit deinem Untalent zu verschwenden. Das hier ist ein Motiv, das es wert ist, auf einem Banner verewigt zu werden. Der Puma. Stark, präzise, würdevoll. Ein Symbol der Selbstkontrolle. Das geschah Birgit ganz recht. Unfähigkeit musste bestraft werden. Lilly hätte Birgit gerne getröstet. Andererseits hatte sie sich den Ärger auch selbst zuzuschreiben. Lilly hoffte für Birgit, dass sie sich bei dem Puma-Motiv etwas mehr Mühe gab. Die Tiermotive waren für Lilly tabu. Die obere aber selbst... Lass das! Das brauche ich ja... Die Tiermotive war die O, aber selbst... Die Stickerei zeigte ein Einhorn mit 8 Beinen. Lilly liebte diese eigenwillige Stickerei über alles. Sie wusste aber nicht, von wem sie stammte. Wenn man die Oberin danach fragte, reagierte jene noch gereizter als sonst. Die Tiermotive waren die O, aber selbst...